In diesem Video werden Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens aus Sicht der psychologischen Richtung des sogenannten Behaviorismus besprochen. Der Begriff Behaviorismus wird abgeleitet vom englischen Wort Behavior und bedeutet übersetzt Verhalten. Dieser Begriff ist Vertreterinnen und Vertreter des Behaviorismus unter anderem deshalb von besonderer Bedeutung, da diese davon ausgehen, dass letztlich im Gegensatz zum Erleben nur das Verhalten wissenschaftlich zuverlässig untersucht werden kann. Nur Verhalten ist direkt beobachtbar und weitgehend messbar. Der Behaviorismus verzichtet aus den oben genannten Gründen weitgehend auf eine Beschreibung und Erklärung menschlichen Erlebens. Das Verhalten wird als Wechselwirkung zwischen der Person und der Situation erklärt. Der Mensch reagiert auf Anreger wie Reize seiner Umgebung und verändert seinerseits durch sein Verhalten die Situation. Die Persönlichkeit bzw. die personale Disposition des Menschen und dessen Erleben entstehen in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Damit sich ein Mensch gut entwickeln kann, benötigt dieser als Voraussetzung eine Umgebung bzw. Umwelt, die günstige Anregungen zur Verfügung stellt. Dementsprechend ist es aus Sicht des Behaviorismus beispielsweise notwendig, dass in der Schule die Lehrkräfte durch geeignete Anreize wie bestimmte Lehrmethoden das Wissen erweitern, die Motivation steigern und die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler verändern helfen. Der Behaviorismus geht von mehreren Grundannahmen aus, um das menschliche Verhalten erklären zu können. Ein wesentliches Ziel menschlichen Verhaltens besteht darin, Belohnungen zu erhalten. Verhalten mit Aussicht auf Belohnung wird häufiger gezeigt und Verhalten ohne Chance auf Anerkennung gerne vermieden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen werden durch unterschiedliche Lernerfahrungen erklärt. Sie haben während ihres Lebens unterschiedliche Anreize und Belohnungen erhalten. Die Natur des Menschen besteht unter anderem darin, dass der Mensch leicht durch Umwelt bzw. Situation beeinflussbar ist. Darüber hinaus ist für ihn eine große Lern- und Anpassungsfähigkeit typisch. Eine besondere Bedeutung für die Erklärung des Verhaltens stellen die Lernformen der Konditionierung und des Beobachtungslernens dar. Auf eine genauere Erläuterung verschiedener Lernformen werde ich in diesem Video verzichten. Ich habe das an einer anderen Stelle schon in einem anderen Video schon etwas genauer ausgeführt. Bei der Lernform der Konditionierung werden besonders die operante und die klassische Konditionierung unterschieden. Nun kurz zur operanten Konditionierung. Menschen sind bei der operanten Konditionierung bestrebt, Belohnungen zu erhalten. So erhöht beispielsweise eine zu erwartende Anerkennung oder ein Lob die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Verhalten. Wenn man das Verhalten von Menschen gezielt verändern möchte, muss in diesem Sinne herausgefunden werden, welche Belohnungen in welchem Ausmaß einen Anreiz für diese darstellen, damit zum Beispiel bestimmte Handlungen in Zukunft häufiger gezeigt werden. Es hängt von der jeweiligen Person ab, welche Verstärkung, zum Beispiel Schokolade oder auch ein Lächeln, wirkt. Entscheidend ist, dass die Verstärkung zeitnah zum eigenen Verhalten erfolgt, damit diese als Konsequenz eigener Handlungen erkannt werden kann. Nun zur klassischen Konditionierung. Ein bekanntes Beispiel für die klassische Konditionierung ist der sogenannte Pavlovsche Hund. Ein Hund verfügt über angeborene Reaktionen auf bestimmte Reize, wie zum Beispiel der Speichelfluss beim Erkennen von Nahrung. Darüber hinaus können Hunde auch lernen, auf andere Reize wie einen Glockenton ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Der Lernvorgang erfolgt, wenn gleichzeitig mit dem angeborenen Anreiz der neue Reiz dem Hund gezeigt wird und dieses Vorgehen mehrmals wiederholt wird. Der Mensch kann, vergleichbar mit einem Hund, mit Hilfe der klassischen Konditionierung Reaktionen auf bestimmte Reize erlernen. Beim sogenannten Beobachtungslernen betrachten Menschen die Reaktionen anderer Personen auf bestimmte Reize. Sie erkennen, dass das Verhalten der beobachteten Menschen die Situation verändert und bewerten, inwieweit dies günstig für die Handelnden selber ist. Wenn die Reaktion auf das beobachtete Verhalten günstig bewertet wird, kann dies dazu führen,
dass der Mensch in Zukunft ein ähnliches Verhalten zeigen wird. Der Begriff Generalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine gleiche bzw. vergleichbare Reaktion gezeigt wird, wenn ein ähnlicher Auslöser vom Menschen erkannt wird. Eine Leistung des behavioristischen Ansatzes in der Psychologie besteht darin, dass deren Vertreterinnen und Vertreter zahlreiche Erkenntnisse zum Einfluss der Situation auf das menschliche Verhalten erarbeiten konnten. Negativ kritisiert wird am Behaviorismus vielfach, dass der Behaviorismus das menschliche Erleben kaum berücksichtigt und sich mit der Erklärung des Verhaltens begnügt. Die Untersuchung des Menschen wird auf eine Betrachtung seines Verhaltens reduziert. Es wird in diesem Zusammenhang der Begriff Reduktionismus verwendet. Der Behaviorismus beschränkt sich letztlich aus Sicht der Kritikerinnen und Kritiker auf zu wenige Ursachen, um das Verhalten der Menschen erklären zu können.